Das heißt, da hoch. Gucken wir mal, ob wir da in diese Richtung kommen. So. Da haben wir einen leuchtenden Berg. Kann auch Lava sein. Irgendwann mal ausgebrochen war. Oder ist, oder beziehungsweise immer noch warm ist, weil der Berg warm ist und würde ich sagen, der ist aktiv, aber bricht jetzt gerade nicht aus. Ah ja, Zettel. Das heißt, wir sind hier schon mal richtig, würde ich sagen. Oh, hier ist der Zettel. Schöner Hinweis. So. Mysteriöse Lichter über den kosmischen, über dem Kosmodrom Svoboda. Also ist ein bisschen, also jetzt vom Monitor aus jetzt hier ziemlich weit weg. In der Nacht vom 4. auf 5. Juli wurden mysteriöse Phänomene am Himmel beobachtet. Zeugen sagen aus, sie hätten einen grell, eine grell-orangene Kugel gesehen, die mehrere Male über die Stadt zog. Ja. Otische Begegnung vollführte und schlagartig ihre Flugrichtung änderte. Schließlich war das Spektakel vorüber und die Kugel verschwand. Luftfahrzeugexperte Major Gierka. Kein fliegendes Objekt, das wir kennen, ist in der Lage, sich auf diese Art und Weise zu bewegen. Das Militär und das Personal des Kosmodroms wiegelten unsere Fragen ab. Distanzierte sich von dem Ergebnis und gab zu Protokoll, dass weder Aktivitäten aufgezeichnet noch Tests durchgeführt worden seien. Somit haben die nichts mit damit zu tun. Da Menschheit nicht doof ist und verblödet ist. Naja, heutzutage fragt man sich da ein bisschen was anderes. Ja. Ist das doch mal sehr interessant. Moment, der Zettel war jetzt hier oben. Das heißt, hier irgendwo müsste es ja eigentlich weitergehen. Okay. Das heißt, darunter, Kompass ist C. Karte war M. Vielleicht kann ich nicht ranzoomen. Aber das rote Ding, das sind wir. Wir sind da schon im Kreis gelaufen. Das ist richtig. Wir müssen, glaube ich, da jetzt weiterlaufen. Das wäre dann... Ja... Ich glaube, der Kompass zeigt uns, wo wir hin müssen, meine ich zumindest. Das heißt, wir müssen jetzt nach links, also die Kurve weiterlaufen, dass wir nach links kommen und dann nach oben rüber. Schauen wir mal. Also... das war jetzt hier runter. Er ist ziemlich langsam unterwegs. Ja, damit ich gleich aus der Puste ist. Man kennt das mit einem zunehmenden Alter und nicht mehr die fetteste Sportskanone ever bist, fängst du ganz schnell an zu schwitzen wie ein Dampfkessel. So. Mensch, grafikmäßig, Umgebung und so weiter mit dem Schnee, der Sound. Also schon interessant. Aber manchmal kann man auch hören, dass an gewissen Stellen da ist eine Hängebrücke. Oh my goodness. Da ist wieder, ich höre wieder einen Zettel. Ich höre da wieder einen Zettel. Klingt irgendwie von da oben oder so. Gehe ich mal hier oben lang. Ist auch was. Überall Hinweise. Da ist noch eine Leiter. Vielleicht kommen wir da irgendwie da hoch. Was ist das wieder, die gruselige Musik? Ey, dann lassen wir uns jetzt nicht vom Betuppen. Nein, keine Gänsehaut. Alles gut. Absichtlich. Das ist schlicht einfach, wenn man jetzt die Musik weglassen würde bei so einem Spiel. Da wäre das kein interessantes Spiel mehr. Da wäre es irgendwie nur noch langweilig. Das wäre dann wie jedes andere Spiel auch. Jetzt bin ich jetzt irgendwo hier unten. Jetzt komme ich hier nicht weg. Jetzt habe ich mich festgefahren. Springen will er auch nicht. Jetzt hänge ich hier fest. Ich gibt's nicht.
Okay, da muss ich wieder zurück. Raum lang. Okay, es ist eine Schlucht. Das ist irregeführt. Ich sah, wenn er außer Puste ist, ist er noch langsamer als vorher. Also Sportler war er nie. Aber gut, was hier auch bei dieser Kälte, bei dem Wind, wenn du schnell außer Atem bist, friert dir der Atem, kann man so sagen. Das heißt, die Luft wird noch kälter und muss natürlich erstmal eine gewisse Temperatur haben, damit du auch gut atmen kannst. Das halt, Leute. Da oben ist was. Ich bin mal gespannt, ob er leicht bekleidet ist, die Figur. Das wäre noch interessant zu sehen, von den Klamotten her zu sehen. Oh, wow, Totschädel. Wow. Das ist auch wieder genau mein Ding. Da ist noch ein Totenschädel und noch einer und noch einer. Wow, ist eine ganze Familie begraben. Wer hat diese schönen Schnitzereimalereien in den Stein gemeißelt? So, ey. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m. we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully and it's snowing outside. Ja, zu dem chaotischen Zustand, das sind dann diese typischen Studenten. Entweder mögen sie mal sauber oder die haben es dann nicht so. Aber wenn die sich was in den Kopf setzen, müssen wir mal durchsetzen, müssen wir mal ausprobieren oder lass uns jetzt mal schnell los, bevor was auch immer, dann muss das natürlich dann auch sofort gemacht werden und dann einfach alles stehen und liegen lassen und let's go. So, jetzt kommen wir hier zum nächsten Zettel. Wo komme ich denn hier lang? Oh, hier. Sehr schön. Oh, schaffen wir das darüber? Wohl. Warte mal, da vorne war es gewesen. Das wollte ich mir erst. Yeah. Oh, hier geht's ganz schön nach unten. Ich wollte mal gucken, was das Holz da oben war. Er und sein Holz. Warte, ich glaube, da gehe ich nochmal zurück. Danke für den. Komme ich hier hoch? Nein, da will er nicht. Dann gehen wir hier unten lang. Da will er auch nicht hin. Ich will nochmal das. Wie komme ich da denn hin? Nee, das mache ich nicht. Da könnte ich abrutschen. Dann lassen wir das da oben. So, mal gucken, ob wir da rüber kommen. Wow, okay, alles klar. Das hat er dann doch geschafft. So, E. Seversk ist eine geschlossene Stadt in der Oblast Tomsk, Russland. 15 Kilometer nordwestlich von Tomsk am rechten Ufer der Tom gelegen. Sie befindet sich in einem. Was? Findet sich in den Händen von Rosatom, Russlands föderaler Agentur für Atomenergie. Die Stadt wurde 1949 gegründet und trug früher den Namen Pjatiprochowji. Postfach Nummer 5. 1956 erhielt der Ort das Stadtrecht. Die Stadt verfügt über mehrere Kernreaktoren und Chemiewerke zur Trennung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran und Plutonium. Entschuldigung. Das ist was für Superman gewesen. Ne?
Sitz der russischen Forschungseinheit, für Naturphänomene 1951, sowjetische Forschungseinheit. Die Einheit konzentriert sich auf die Forschung von Naturschutzkatastrophen in Russland. Ja. Was macht der Zettel dann hier oben, frage ich mich. So, wir sind von da runter. Das heißt, wo kommen wir runter? Jetzt sieht man aus wie ein Abstieg hier. So, genau. Da gehen wir jetzt hoch. Das ist halt nicht schnell. Muss man zwischendurch mal, wenn ich meine, der hat jetzt ausgeruht. So, dann gucken wir mal auf die Karte. So, wir sind jetzt immer noch da oben an, wie mir wir haben jetzt hier mehrere rote Punkte da gelassen. Kann man sehen auf der Karte. Ich gehe jetzt hier mal weiter. Mal gucken, das müsste ja. Ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die, wenn ich das Licht und die Karte anmache, dann macht er ausgerechnet das Licht an. Und da wird auch dieser mulmige Sound, dieses Drohen oder tiefer werdende Geräusch, wird immer heftiger. So, da war eine Höhle. Höhle mit Suppenhöhlen. Aber wird so ein bisschen still hier. So eine akute Atmosphärenstörung. Okay, scheint irgendwo Wasser zu sein. So, und jetzt auf einmal hast du dieses akute. So, Windverhalten. Pass auf, das ist jetzt hier irgendwo haben das. Und jetzt kommt jetzt hier, ne? Da kommt auch einmal dieser Wind wieder. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Würde jetzt sagen, doof gemacht. Ich würde aber auch nicht jetzt verneinen, dass es in Wirklichkeit genauso wäre. Alles klar. So, wo? Mir wird jetzt natürlich nicht angezeigt, wo wir sind. Ich richte mein Augenmerk mal oben an, wo wir eigentlich hin wollten. Aber da oben habe ich noch nichts Rotes, irgendwas gesehen. Aber wahrscheinlich, das sind die Zettel, die wir gefunden haben, das Rote. Das kann ich mir eher vorstellen. Was sagt denn der C, wir müssten zurück. Warte mal, ich lasse den Kompass einfach mal an. Oh, Kompass wechselt seine Richtung. Das heißt, wir müssten nach rechts. Ja, da geht's lang. Ich gucke erstmal hier oben. Okay, da geht's nicht lang. Das heißt, wir gehen hier. Okay, der Kompass wechselt sofort seine Richtung. So, ihr könnt ja mal unten reinschreiben, Kompass anlassen, Kompass auslassen. Ich mache den jetzt mal wieder aus, damit er nicht das Gesamtbild so ein bisschen verschnörkselt. Ich denke mal, was ich den auf Dauer vielleicht anlassen werde, wenn ich weiß, in welche Richtung ich muss. So, immer mal ein bisschen schneller, weil er doch ein bisschen langsam unterwegs ist. Jetzt haben wir, was haben wir hier? Oh, Totems haben wir hier. Totems. Interessant. Hier oben? Irgendwas Indianisches? Irgendwas Kultisches? Irgendein Zettelchen wieder? Gucken, wo wir denn hier finden. Und dann werden wir wahrscheinlich denn. Ach, hier unten. Ah. Hier liegt wieder irgendein Gepäck. Bekenntnis einer Wärterin. Die 72-jährige Anna N. beschloss, nach Jahren des Schweigens über Vorfälle aus ihrer Vergangenheit zu sprechen. Sie erzählt aus, ich bin
und heilbar krank und habe nichts zu verlieren. Ich wollte, dass die Menschen erfahren, was hier angerichtet wurde. Und all das im Namen der Wissenschaft. Anna N. beschrieb den Ort, ein wissenschaftliches Forschungszentrum an, um Wissenschaftler Immunexperimente an Häftlingen durchgeführt haben soll. Inhumane, okay. Naja, das Wort. Es gibt Wörter, die habe ich so jetzt in meinem tagtäglichen nicht im Gebrauch. Deswegen ist es dann manchmal ein bisschen schwer, das Wort dann zusammenzusetzen und dann auch noch aussprechen zu können. Es gab eine spezielle Kammer. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Vielleicht habt ihr das. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben. Wir ließen uns nie auch nur in die Nähe davon. Nur von Soldaten bewacht. Aber ich habe Leute gesehen, die dort hineingebracht wurden. Nur wenigen von ihnen kehrten zurück. Mit einem von ihnen blieb ich in Kontakt. Ich fragte, was sie dort machen und warum sie wenige lebend zurückkehrten. Einige tiefe, nicht endende, wollende Leere. Ich war dort, ich stand am Rand des eingestürzten Universums, an der Grenze zwischen Realität und Irrealität. Dort ist ein Abgrund, ein gigantisches Loch ohne Boden, ein dunkler, höllischer Schacht und ich fühlte es. Es bohrte sich in meinen Kopf wie eine tickende Uhr. Es blickte mir von unten in die Augen. Es schlich sich an mich heran und es begann langsam sich in mir breit zu machen. Die Dunkelheit. Einige Zeit später gab mir derselbe Gefangene einen Brief mit einem Hilferuf, den ich weitergeben sollte. Ich sollte ihn der Presse aushändigen und die ganze Sache aufdecken. Doch der Brief verschwand. Bis heute weiß ich nicht, was mit ihm passiert ist. Wie dem auch sei, sie würden das Ganze wahrscheinlich ohnehin vertuschen, okay. Wir baten den Aufseher des Gefängniseinheit, in der Anna N. arbeitete, um einen Kommentar. Wladimir Kronski, der Kommandant der Einheit, betritt die geschilderten Vorfälle. Er breitete uns außerdem mit, teilte, dass Anna N. als Wärterin gearbeitet hatte. Jedoch nie in dem von ihr beschriebenen Zentrum, da ein solches gar nicht existierte. Er schickte uns Anna N. Mitarbeiterakte, der zufolge sie von 1940 bis 1950 10 Jahre im Gefängnis Suchanowka, auch bekannt als Sonderprojekt 110, beschäftigt war. Sie wurde aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung entlassen. Beigefügt waren ihre Krankenliste, Krankenakte und ein medizinisches Gutachten. Okay, also so kleine Buchstaben und die Schrift, das haben sie schon gut gemacht. Ist für mich aber nicht irgendwie, kann doch sein, dass es am Monitor liegt hier, ja. Weil der ja, hat mal einen Schuss weggekriegt, den habe ich jemanden abgekauft und seitdem hat er eine Macke und macht auch die Farben nicht ganz wieder. Ist ein LED von Acer. Ja, da musste ich schon mal ein bisschen genau hingucken, damit ich das auch jedes Wort so gelesen kriege. So. Ja, dann gehen wir mal. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder da hoch, wo wir runtergekommen sind. Ne, nicht da hoch, sondern da hoch. So, den Zettel haben wir. Jetzt könnten wir da lang. Wir könnten aber auch hier weitergehen. So, was sagt denn uns die Karte? Wir haben uns zwar jetzt einen weiteren Zettel gefunden, aber noch hat die... okay, unten links. Wir sehen unten links bei Richtung Kompass ist wieder was Rotes. Das heißt, wir sind da gar nicht mehr, wo wir wollten. Wir wandern wahrscheinlich andersrum.
der Schaudrische. Weibliche Figur ist das. Eine Weib. Waldbrand. Da rennt noch wer weg. Okay. Da ist die Kirche. Okay. We'll be right back.